Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich möchte mit Ihnen auf das Jahr 2022 zurückblicken. Es war durch die Invasion der Russen in der Ukraine und die folgende Energiepreisexplosion nun wahrlich kein leichtes Jahr. Aber ich denke, wir haben auch drei Dinge sehr, sehr positiv über uns selbst gelernt. Erstens, Deutschland lässt sich nicht umpusten, auch wenn der Wind von vorne kommt. Das Land hat ökonomisch, aber auch mental diesen Stresstest bestanden. Zweitens, der gute alte Westen hat gezeigt, dass er in der Lage ist, sich zu revitalisieren unter dem Druck der Gefahr aus Russland und auch aus China. Und dieses Revitalisieren ist gut für unsere Sicherheit. Und drittens, der Staat mag störanfällig sein und in vielerlei Hinsicht auch überfordert. Aber die Unternehmerinnen und Unternehmer haben gezeigt, dass sie in dieser Situation weiter liefern. Neue Jobs, außergewöhnlich viele Gewinne und damit eben auch den vielleicht knappsten Rohstoff in diesem Land Zuversicht. Und vielleicht sollten wir uns in 2023 alle bemühen, von diesem knappen Rohstoff gemeinsam mehr zu produzieren. Am Ende, liebe Freunde, wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, dann war es noch nicht das Ende. Oscar Wilde. Wenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte, an Sie und an euch, dann hätte ich diesen. Schreibt mir, was euch dieses Pionierprojekt bedeutet, was euch noch fehlt, was ihr von uns, von mir und von meinem Team erwartet. Einfach als Sprachnachricht, als E-Mail, als kleines Video. Und unter allen Einsenderinnen und Einsendern werden wir uns was Hübsches überlegen, was wir verlosen. Traut euch!